herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Diesmal von Sokat3 aus dem SCS-Forum. Er hat den Krone Profiliner wieder weiter geupdatet in der Version 1.2. Was dabei ist, gucken wir uns an. Ihr braucht natürlich das Krone DLC, das ist Grundvoraussetzung, ganz klar. Und dann habt ihr hier beim Aufliegerhändler habt ihr dann zwei Profiliner. Ihr braucht aber dann hier den rechten, ne? Ganz wichtig. Und dann könnt ihr hier eigentlich jetzt schon losstarten. Was ist alles dabei? Das gucken wir uns jetzt hier über die Pflicht an. Also, ihr habt den Krone Profiliner, dann den Mega, ne? Und dann den Mega 2. Ne? Könnt ihr dann hier nochmal gut sehen. Hier, ne? Chuck, chuck, chuck. Oder dann einfach hier den Standard. Ich lasse aber den Standard Profiliner. Weil den Mega haben wir, gibt es einen separaten Mod von Sokat. So, jetzt hier nochmal gibt es hier die Eco-Twin-Variante mit zwei Schlappen und den sogenannten Huckepack-Trailer gibt es dann hier auch noch. Schauen wir uns einfach mal an, was bei Huckepack dabei ist und was bei dem hier dabei ist. Schauen wir einfach mal hier. So, es gibt natürlich auch massig an Skins wieder. Finde ich wieder schön, dass wieder Skin-Pakete mit dabei sind. Das sieht dann natürlich alles sehr gepflegt aus. Kann ich also nur empfehlen, dieses Skin-Paket sich auch runterzuladen, denn die alle sehr hochwertig wirken. So, wir gucken mal. New MAN TX, also wenn jetzt MAN fährt oder so, da kann sich das natürlich hier dann holen. Ansonsten gibt es ja ganz viele Speditionen hier. Seht ihr selber, ne? Also ist alles mit dabei. Hier gibt es dann den Profiliner, dann gibt es den Krone Paperliner Ultra, dann nochmal den Ultra, dann den Eco Twin. Und Twin Öld und dann Huckepack. Genau, gibt es halt verschiedene hier. Ich lasse es jetzt einfach, weil es die Bockwurst ist. Wir fangen mal vorne an. An der Stirnwand gibt es einen sogenannten Werkzeugkasten oder einfach nur stinknormale Feuerlöscher. Dann habt ihr hier noch das RSAP. Ich frage mich gerade noch genau, für was das nochmal war. Falls jemand weiß, kann es gerne kommentieren. Ich bin gerade nicht irgendwie auf der Spur. Ich hab das noch nie gesehen beim Krone-Trailer RSAP. Was auch immer, ihr dürft es gerne kommentieren, alles weiß ich auch nicht. So, dann gibt es hier die Oversize-Panel, gibt es natürlich auch, finde ich ganz schick. Und natürlich dann noch Feuerlöscher dazu. Dann gibt es hier die Reflexionsstreifen in Weiß und in Gelb. Dann gibt es die Standardlampen und dann gibt es hier natürlich unsere Verkleidung. Auch hier mit Sticker für die Huckepack-Variante. Ne? Lackiert, dann gibt es hier bla 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 mit Ersatzschlappen. Ersatz 2 und. Das geht es dann weiter bis zum Palettenkasten hier auf der Seite. Und dann machen wir das hier natürlich auch. Chuck. Dann geht es weiter hier. Das ist dann hier offen oder geschlossen. Wir machen es mal geschlossen, dass der ganze Dreck nicht so hoch hier schleudert wird. Wir nehmen natürlich die hier die Schlappen vom Krone. Ja. Na, wo sind sie denn? Hier in der Mitte, nee, warte mal, sind die falschen Felgen gewesen, so ein Quark hier, wo sind sie denn jetzt nur hier? Hier ab hier, egal, ist ja wurscht jetzt, egal, da ist er, so, das ist gut. Dann hinten gibt es natürlich, Unterlegkeile gibt es hier noch, dann haben wir hier hinten noch die Oversize Panel, habe ich schon gesagt, nein, da gibt es ja den Staukasten, ich mache die Oversize jetzt nochmal kurz, das war der falsche, verdammt, so, jetzt hier, genau, also Staukasten, ja, wir machen Unterlegkeile ganz weg, dann ist Ruhe hier. Verschiedene Sachen, die es, das kennen wir aber schon außen, einfach vom Krone DLC schon, ne? Finde ich dann aber auch nicht so schlecht. Und dann habt ihr hier wieder, müsst ihr da gucken, was hier noch Platz hat. So, dann hinten am Heck, hier gibt es natürlich wieder hier verschiedene, warte mal, ich muss jetzt hier mal fast weiß machen oder so, dann sieht man die Aufkleber besser hier. Krone Profiliner, klar, dann haben wir hier wieder unsere Warntafel, wenn gewollt gewünscht, horizontal oder vertikal hier, diese Warnbarken oder Reflexionsstreifen, nennt wie ihr so wollt, ich mache es jetzt nochmal weg, denn hier gibt es natürlich wieder diverse Aufkleber, hier gibt es nochmal die ADR-Tafel, ich mache sie hier jetzt mal hin, dann gelb und rot, natürlich hinten rot, klar, Oversize-Panel, lass mal weg, dann gibt es ja die sogenannten Hooks. Dann haben wir hier noch verschiedene Lampen, die kennen wir schon aus dem anderen Krone-Trailer. Ne? Da gibt es dann hier für Spanien, gibt es hier noch die einzelnen Lampen dazu.
die Stocklampen gestockt. Also hier ist alles mit dabei, ne? Alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Dann hier natürlich Skin noch, dann habt ihr hier noch, gibt es eigentlich hier noch ein Rücklicht, das ist aber glaube ich nur, ich weiß es gerade nicht, egal. Dann nehmen wir hier noch die Krone-Schriftzug, dann hier noch, gibt es hier noch die diversen, das ist jetzt hier alles lackiert und, das lasse ich jetzt aber alles mal so, wie es ist, Standard, warte mal, was haben wir hier noch? Moment, hier unten ist nämlich noch ein Anbaupunkt versteckt. So, jetzt. Und natürlich hier wieder die soweiligen Schmutzfänger hier mit dabei. So, dann sind wir erstmal soweit durch, was das jetzt hier betrifft. Wir wollen uns aber noch den Huckepack angucken. Wo ist er denn? Da ist er, der Huckepack. Da sieht nämlich die Welt ein bisschen anders aus. Das bleibt jetzt hier alles gleich. Dann habt ihr die Rundumleuchten. Die könnt ihr natürlich hier noch verändern. Die könnt ihr nicht. Warte mal, stopp. Klar. Hier. Das sieht halt dann alles komplett anders aus, das komplette Heck hier. Ne? Müsst ihr euch dann hier dementsprechend entscheiden, was ihr wollt. Und hinten gibt es dann natürlich keine Schmutzfinger beim Huckepack-Trailer. Das hier wird halt einfach nicht. Ne? Aber ansonsten bleibt hier alles gleich, außer dass hier nur eine Verkleidung gibt. Es gibt keinen Staukasten beim Huckepack-Trailer. Die sind halt wirklich, sieht man ganz oft im Skandinavienverkehr, ne? Die werden vorgeladen und dann ja, gehen sie aufs Schiff oder auf die Bahn und dann ja, einfach Huckepack halt, ne? Wie ein Rucksack, Huckepack. Genau, ich werde aber wahrscheinlich bei dem Standard-Trailer bleiben. Genau, jetzt habt ihr das mal soweit gesehen, was hier alles so mit dabei ist. Ist wirklich eine ganze Menge. Raus aus der Garage mit dem Trailer von Sogard 3 und natürlich von SCS und Krone. Schauen wir uns den jetzt hier mal ganz gepflegt an. Was ist so mit dabei? Ich drehe es hier mal kurz bei, so. Also klar, Trailerkabel ist klar, brauche ich euch nicht erklären. Ne? Dann hier Animation unterstützen. Check. Das funktioniert natürlich ganz genauso. Kurbeln wir wieder rein hier. Wir haben natürlich eine Liftachse. Rupp und rupp. Hier, das sind jetzt hier nochmal die Aufkleber, ne? Dieses. Hier die Aufkleber, die sind neu mit dabei. Dann haben wir noch mit dabei hier hinten. Gut, die Aufkleber hinten, die wisst ihr schon, die habe ich euch jetzt relativ alle gezeigt. Das ist jetzt hier vom Skin mit dabei, hier das alles. Aber das kann man ja alles selber dran basteln hier. Ne? Aber die Skins auch mit dabei. Sehr schön. Schöner Ersatzreifen. Das sieht sogar noch richtig gut aus. Ja, ich werde verrückt. Also sehr schöne Arbeit hier. Kommen wir ganz kurz zum Lichttest. Wie ihr sehen könnt, ist natürlich beim Trailer hier diese Lampen an von diesem Oversize Panel. Die könnt ihr weglassen oder auch nicht. Wie schon gesagt, die leuchten aber auf alle Fälle mit. Finde ich ganz schön. Dann oben Positionsleuchten gibt es keine, aber Rückleuchten, die funktionieren natürlich hier alle ohne Probleme. Ne? Und ja, sieht halt einfach sehr schick aus, das alles. So, dann kommen wir nochmal ganz hier fliegt zum Fazit, zum Krone Profiliner von Sogard aus dem SCS Forum in der Version 1.2. Was ist jetzt hier nun mit dabei? Diese sogenannte Icebox with RSAB, wo ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Weiß ich nicht. Wer es weiß, darf es gerne kommentieren. Bin ich irgendwie gerade überfragt. Kenne ich nicht. Habe ich beim Plan-Trailer noch gar nicht so gesehen. Wer weiß, was das wieder ist. Dann natürlich wieder neue Sticker mit dabei. Dann haben wir die Lift-Axel-Stickers. Das ist das hier am Staukasten. Hier diese kleinen gelben unten in der Ecke. Die sind neu mit dabei. Das ist für die Liftachse. Dann diese Hook-Transport. Hab ich euch gezeigt. Ja, die drei Varianten vom Trailer. Diesen Huckepack-Trailer. Dann haben wir die 150er Rückleuchten oder die Typ 150er, die hat er die korrekte Größe angepasst. Das sind die hier, glaube ich, ne? Genau, das müssen die sein.
Dann haben wir das Rücklicht von Ubelino. Jetzt braucht ihr natürlich die Lampen von Ubelino. Dann habt ihr ja da die passenden Rückleuchten noch dazu. Dann den Paper Liner Sticker, Toolbox für den Paper Liner und natürlich Skins. Ganz wichtig, Skins sind immer cool. Mir gefallen die hier zum Beispiel sehr, sehr gut, dass Ubelino die immer hier mit reinpackt. Ihr dürft auch, glaube ich, Ubelino da was zukommen lassen, wenn ihr wollt. Wenn ihr da selber Skin wollt, gibt es auch ein Template dazu. Dann könnt ihr da selber Firmen-Skins machen und dann ihm zukommen lassen. Und im nächsten Paket ist es dann, vorausgesetzt es ist ein guter Skin, packt ihr das dann dort mit rein. Und wie schon gesagt, Voraussetzung ist, ihr braucht das Krone-DLC. Ganz wichtig. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten lasst ein Däumeling da. Abo fürs Kanälchen nicht vergessen. Denkt dran, ich will nicht 100.000 Abonnenten. Nein, ich will 200.000 Abonnenten. Weil dann kann ich meinen Job kündigen und kann hier Vollzeit arbeiten und kann noch mehr Videos bringen. Das Bescheid ist keine 100.000, sondern 200.000. Die überspringen wir einfach, die 100.000. Genau, dann die Glocke aktivieren, ganz wichtig, dass ihr mal Bescheid wisst, wenn ein neues Video online kommt. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Start ins neue Wochenende. Natürlich Corona-frei, nicht zu vergessen. Ansonsten keine Panik auf der Autobahn, nicht Titanic, sondern auch eher keine Panik auf der Autobahn. Und denkt dran, Sonntagsfahrverbot gibt es bald nicht mehr. In diesem Sinn, haut rein, macht's gut, bis bald und ciao.